Die Sonne ist so wunderbar heute wieder. Und ich war im Wat Shom Thom. 3 Wochen habe ich Vipassana studiert. Ein Praktikum gemacht, der Vipassana-Meditation, einen 20-Tage-Kurs. Habe ich unabsichtlich absolviert. Ich wollte eigentlich nur 10 Tage bleiben, aber der Kurs geht 20 Tage. Jeder Thailänder macht das einmal in seinem Leben oder versucht es zu machen. Und in der Vipassana-Meditation, das ist nichts anderes, als du meditierst 18 Stunden täglich. Die letzten 3 Tage schläfst du gar nicht mehr. Und du lernst den Zustand der Alpha-, Beta-, Gamma-, Theta-Wellen im Gehirn zu erzeugen. Wie kurz vor dem Einschlafen. Mich hat der Nabin Chaka, ein Nepalese aus Chiang Mai, dorthin vermittelt. Der hat mich zu meinem Meister vermittelt, zum Kuntanat. Mögest du in Frieden ruhen, Kuntanat. Ich danke dir heute noch von ganzem Herzen für deine Lehren. Ich war einer der wenigen, wo Kuntanat bemerkt hat, dass ich es wert bin, seine Lehren zu erfahren. Und er hat mir auch einen goldenen Buddha geschenkt, eine Statue eines Buddhas in der Größe. Die habe ich heute noch zu Hause. Ich bete jeden Tag mit dieser Statue. Da ist pures Gold oben. Eine Goldauflage, innen hohl natürlich. Massive Goldstatue, das können sich nur ganz reiche Thais leisten. Und ich habe jetzt vor kurzem erst, das war 2021, war ich 3 Wochen im Tempel. Und vor kurzem habe ich den Nabin gefragt, ob er auch einen goldenen Buddha vom Meister bekommen hat. Sagt er, nein, das bekommt nicht jeder. Gell? Und mir war das auch gar nicht bewusst, bis er mir das erzählt hat, jetzt 3 Jahre lang, war mir nicht bewusst, dass das eigentlich was ganz Besonderes, Ehrenvolles für mich bedeutet. Von einem Meister aus dem Buddhismus, aus dem Theravana-Buddhismus, ein Geschenk empfangen zu dürfen, ja, das eigentlich eine Urkunde an meine Seele war, ja. Eine Auszeichnung, um dieses erlernte Wissen weiterzugeben, geben zu dürfen. Und ich bin sehr dankbar. Kurz nachdem er den Tempel verlassen hat, ist der Meister Thanat von uns gegangen. Er ist einer der einflussreichsten Menschen in ganz Thailand. Er hat das internationale Vipassana Meditationscenter in Chiang Mai, Wat Chom Thom eröffnet. Daraus sind entstanden weltweite Vipassana-Meditationszentren, auch in Wien, in Deutschland. Weiter habe ich noch nicht recherchiert. Es gibt weltweit Vipassana-Meditationscenter von Kuntanat und seiner Frau. Falls ihr mal die Möglichkeit habt, sowas zu machen, 20 Tage lang, dann bitte macht das. Es wird euch die Realität zeigen. In der Vipassana-Meditation nach 18 Stunden Meditation täglich löst sich dein Ego-Konstrukt vollständig auf. Du benennst alles 3-mal hintereinander, ständig, 18 Stunden lang. Und alles rund um dich in deiner Matrix löst sich auf, das Ego-Konstrukt löst sich auf und du erkennst die wahre Realität. Die Wahrheit rund in der Matrix, in der wir leben. Und diese Art der Meditation hat auch Nikola Tesla praktiziert mit seinem indischen Meister.
mit einem hinduistischen Meister. Das gibt es im Hinduismus genauso. Und Oppenheimer, Mozart, die haben zwar keinen Guru gehabt, keinen indischen, die haben aber auch alle Sigmund Freud, Hermann von Braun, der den Raketenantrieb erfunden hat von der V2-Rakete, die heute noch das Strahlendüsentriebwerk verwendet wird. Und sämtliche große Erfinder, der Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, Heraklit, die haben alle das, den Zustand der Alpha-, Beta-, Gamma-Theta-Wellen praktizieren können, dass sie in diesen Zustand fallen und im Traume sind ihnen ihre Erfindungen erschienen. Sie haben manifestiert, alles was wir sehen, alles was du siehst, ja, wenn es nur ein Messer ist oder ein Glas, das war alles einmal ein Gedanke. Und irgendwann ist aus diesem Gedanken das Ding geworden, das man sich vorgestellt hat. Die Manifestation im Hier und Jetzt.